So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 197. Lass mal kurz gucken. Ja, wir gehen mal da runter noch, machen das hier, wenn wir sowieso schon mal hier sind. Und wie versprochen, ein frisches Thema heute. Und zwar geht es um Fake. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass, als ich mich über die Fine Bros informiert hatte, habe ich auch bei Mr. Trashpack geguckt und habe da unter anderem auch ein Video gefunden von zwei Typen, die irgendwas mit dicken Eiern, also die haben auch irgendwie sowas versucht, wie die Fine Bros, nämlich sich, ich glaube, den Begriff dicke Eier haben oder irgendwie, oder wer die dicksten Eier sichern zu lassen. Und die haben das allerdings unabhängig voneinander gemacht. Also wollten sich, wie es aussieht, unterwerfen. Siehst du, so funktioniert das Gehirn. Du liest hier unterwerfen. Hier hat sich unterworfen und blablabla, Gehirn unterwerfen. Ich muss erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Also auf jeden Fall wollten die sich angeblich gegenseitig ausstechen. Und haben sich dann natürlich, wie es erwachsene Leute tun, nicht über ein Telefonat oder sich persönlich treffen auseinandergesetzt, sondern sie haben es übers Netz gemacht, so wie es jeder tun würde. Ne? Haben hier ein Statement nach dem anderen und hier Statement und da Statement. Ich muss hier nochmal ganz kurz durchlesen. Feuer und Wasser. Anhöhe zum Kontakt. Ich bin mir ein Gezanke aufhören. Hm. Oh, also drunter zum Teich. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die dann sich eben so ausgetauscht mit gegenseitigen Statements, die sie öffentlich gemacht haben. Und der eine hat dann auch gesagt, dass das ganze Zeug, was sie so erzählt haben, gefaked gewesen wäre. Also ihre ganze Show mit den dicken Eiern. Ich habe das nie gesehen, deswegen kann ich das nur so wiedergeben, wie ich es gehört habe. Aber ja, das, ich glaube, die haben irgendwie sowas gemacht wie Check S früher, keine Ahnung, oder Simon und Elton, oder Simon vs. Elton, oder Joko vs. Klaas, etc. pp. Und da stand halt schon am Anfang fest, wer gewinnen würde. Na, und halt alles gefaked im Prinzip. Und ja, so war das. Und da habe ich mir auch gedacht, jo, ist doch klar. Schaut euch doch mal an im Fernsehen, wie viel Zeug im Fernsehen gefaked ist. Joko und Klaas, Leute, ist gefaked. Es ist gefaked. Schaut euch die Challenges an. Schaut euch die Reaktionen an von Joko und Klaas. Welcher Mensch, der einigermaßen nonverbale Signale deuten kann. Erkennt denn bitte nicht, dass hier die Angst, die Überraschung und so weiter von den beiden gespielt ist. Ja, denn so funktioniert Fernsehen heute. Den Leuten wird etwas vorgespielt, den Leuten wird etwas vorgefaked. Markus Lanz. Ja, Markus Lanz, weiß ich aus zuverlässiger Quelle von jemandem, der bei Markus Lanz zu Gast war. Markus Lanz ist gefaked. Durchgehend gefaked. Die ganzen Antworten, die Streits etc. pp., das ist alles inszeniert, das ist vorher abgesprochen, jeder einzelne Satz. Und ja, wundert's uns? Nein. Nein, weil es reicht heute nicht mehr aus, normal zu sein. Du musst immer die Grenzen überschreiten, immer neue Grenzen einreißen, ansonsten wirst du nicht mehr wahrgenommen. Immer mehr Nervenkitzel brauchen die Leute. Es muss immer aufregender sein. Ich möchte nur jetzt mal das Beispiel Big Brother anführen. Ja? 2000, erste Sendung Big Brother. Da ging ein Aufschrei durch die Nation. Oh mein Gott, sowas kann man doch nicht machen. Leute hier, einfärchen und so weiter. Und ihr könnt euch die Big Brother Staffeln anschauen. Es wurde von Staffel zu Staffel immer schlimmer und immer extremer. Es musste immer noch eins draufgesetzt werden. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins.
Das kann doch überhaupt nicht normal enden. Das funktioniert doch gar nicht mehr irgendwann. Ne? Und wenn es halt nicht mehr funktioniert, muss man Sachen erfinden. Schaut euch RTL an. Nachmittagszeug. Ja? Gescriptet, gefaked. Oder so zusammengeschnitten, dass es total aus dem Kontext gerissen wird. Ja? Das ist doch heute, es ist nur noch eine einzige Fakerei. Und da wundert es mich nicht, dass die beiden Typen faken. Gronkh beispielsweise. Die Horrorsachen. Fake, Leute, fake. Denn das ist, jeder Laienschauspieler könnte Angst besser darstellen bei einem Let's Play als beispielsweise Gronkh. Das ist totales Overacting. Ich mag Gronkh, ich finde ihn sehr sympathisch. Ja, aber ich schaue ihn unter anderem deshalb nicht mehr an, weil ich gerne authentische Sachen möchte. Ich möchte nicht hier belogen werden. Ja, und deswegen hat mich das überhaupt nicht gewundert. Oder schaut euch doch mal den Angry Opa an. Der Angry Opa. Das ist Fake, Leute, das ist Fake. Der hat manchmal so Probleme, sich das Lachen zu verkneifen und wirklich wütend zu sein. Ja? Oder der Psycho-Dad. Fake. Das haben sie sogar entlarvt. Das ist Fake, was die da anbieten. Alles Fake. Und die jungen Leute fressen es. Sie fressen es. Sie nehmen es für bare Münze. Wir leben in einer Fake-Gesellschaft. Ich könnte jetzt auch morgen hingehen und sagen, okay, keine Ahnung, ich schnapp mir ein paar Leute und wir inszenieren irgendwelche total abgefahrenen Sachen und stellen sie dann hin, als ob sie real wären. Und die Leute würden es anschauen. Die Leute würden es fressen. Je skandalöser, umso besser. Ja? Zum Beispiel, hey, Ladendiebe 2.0. Ja? Ladendiebe 2.0. So, wir inszenieren Ladendiebstähle, wo wir dann Kaufhausdetektive zusammenprügeln. Hm? Sowas. Die Leute würden es schauen. Die würden sagen, oh, geil, oh, guck mal, boah. Es ist keiner mehr an der Realität interessiert. Es ist keiner mehr am wahren Leben interessiert. Es muss schocken. Es muss kicken. Man möchte entertained werden. Egal wie. Ein bisschen fake. Ach, scheiß drauf, fake. Hm? Und viele Leute können es dann gar nicht mehr auseinanderhalten, was Realität und was fake ist. Ich meine, die Grenzen werden ja auch überschritten. Hier, Supernanny beispielsweise hat ja einen Hund umgebracht, ja, für höhere Einschaltquoten, um beispielsweise Emotionen bei der Zielperson hervorzurufen. Ja? Solche Sachen. Oder, ja gut, die Vera Entwehen ist ja sowieso, ne? Die nutzt ja sogar behinderte Menschen aus und geistig minder bemittelte Leute, um davon zu profitieren. Da gab es ja auch x Beiträge darüber, ja, über diese ganzen Machenschaften. Oder dieses, keine Ahnung, dieses Format mit der Rozhinsky, ja, wo die Leute erst hier zu Tode erschreckt werden und hier mit ihren schlimmsten Albträumen und so weiter konfrontiert werden, um danach dann, was weiß ich, ein Auto geschenkt zu bekommen oder was. Das ist Demütigungsfernsehen par excellence. Und die Leute geilen sich dran auf und die Leuten gefällt. Und das Schlimme ist ja, dass sich noch nicht mal die Protagonisten dagegen wehren. Oh, ich habe ein Autogeschenk bekommen. Oh ja, dafür dürfen sie mich natürlich selbstverständlich demütigen. Das ist doch selbstredend, ja? What the fuck? Seid ihr euch überhaupt nichts mehr wert? Gar nichts mehr? Reine Fuck-Konsumgesellschaft, oder was? Feed me more, baby. Feed me more. Immer mehr rein. Ganz toll. Könnte ich kotzen bei sowas. Ich will wieder die Zeiten zurückhaben, in denen Rudi Carrell die Leute überrascht hat, ihnen eine Freude gemacht hat. Und du bist vor dem Fernseher gesessen und hast dir den Arsch abgefreut, weil sich die Leute darüber gefreut haben, dass man ihnen einen Wunsch erfüllt hat. Ja? Wo ist das hin? Wieso müssen wir heutzutage Leute diskriminieren, demütigen etc. pp? Zur Belustigung. Dschungelcamp. Die Zitlo. Die Zitlo, die landet irgendwann in der Hölle.
Ja, das ist die furchtbarste Frau hinter Vera Indwen, die ich kenne. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht ausdrücken. Das ist so. Ah. Ich glaube, wenn ein Kind hinfallen würde und sich die Fresse aufschlagen würde, sie würde sagen: Halt mal mit der Kamera drauf. Ja? Das ist. Und ich fand es damals schon extrem scheiße, dass sich der Dirk Bach dafür hat instrumentalisieren lassen. Weil das hätte ich nicht gedacht, dass der Kerl so ein Lästermaul ist. Ja? Ruhe in Frieden, Dirk Bach, aber das hätte ich von ihm nicht gedacht. Und das ist echt. Bah! Bäh, einfach bäh. Was wird aus uns? Was wird aus unserer Gesellschaft? Ha? Wie weit sind wir noch davon entfernt, beispielsweise Straftäter in Arenen zu schicken und gegeneinander kämpfen zu lassen? Ha? Und der Überlebende, keine Ahnung, kriegt Bewährung. Sind wir nicht mehr weit davon entfernt, liebe Freunde. Das ist. Wir machen irgendwie alles nach, was die USA vormacht, mit einem Delay von so 20, 30 Jahren. Wie lange wird es dauern, bis die Waffenlobby versucht, hier beispielsweise Fuß zu fassen? Denn das wäre lukrativ. Waffenlobby ist gleich Eskalation. Die Nachrichtensender, da fangen dann auch die Nachrichtensender bei uns an, mit Hubschraubern unterwegs zu sein, mit Live-Schaltung von Verfolgungsjagden zwischen Polizei und Verbrecher und so weiter. Das sind ja enorme Einnahmequellen. Ja. Mich wundert echt, dass noch kein Waffenlobby ist. Ich muss den jetzt begleiten, ne? Escort Quest, ja, ich begleite das mal. Dass noch kein Waffenlobbyist versucht hat, sich in die Politik einzukaufen bei uns. Um dann quasi, wenn der Politiker gewählt ist, ihn als Marionette zu missbrauchen. Um hier dann hier quasi Waffen legal zu machen. Um sich beispielsweise gegen die bösen Flüchtlinge wehren zu können. Ja, solche Sachen. Das wundert mich wirklich. Das kommt bestimmt noch. Weil du siehst ja, die Leute werden immer sensationsgeiler. Es wird immer schlimmer. Sklaven-TV. Ja? Vielleicht zwingen wir ja die ganzen Hartz-IVer irgendwann als Sklaven zu arbeiten. Zu unserer Belustigung. Kann passieren, weil jede Generation wird irgendwie immer blöder. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin immer blöder. Wo sind denn die klugen Leute? Wo sind die verdammt nochmal klugen Leute, die sich gegen so einen Scheiß wehren? Wo sind die? Es kann doch nicht sein, dass es nur noch Spacknabel gibt. Das geht doch nicht. Das darf doch nicht sein. Man muss sich doch wehren dagegen. Ah. Ich mach keinen Fake. Ich mach keinen Fake. Ich will das nicht. Ja? Auch wenn damit ein Arsch voll Geld zu verdienen ist. Ich will das nicht. Na gut, den konnte ich jetzt nicht verbrennen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Du musst einfach nur mit den niederen Instinkten der Leute arbeiten. Und schon hast du es ja am Sack. Beziehungsweise am Geldsäckel. Das funktioniert. Gewalt, Sex, Demütigung von anderen Menschen. Das verkauft sich. Die Sensationsgier wächst immer weiter. Es ist schon so, wie ich sage, uns fehlt ein Krieg. Es fehlt wirklich ein Krieg. Dass die Leute mal richtiges Leid sehen. Dass richtig ihr. Ja, mir fehlen die. Ihr merkt es, mir fehlen die Worte dafür. Das ist. Uah. Ich möchte in einer Welt leben, in der alle im Kreis singen, rennen und tanzen und singen und fröhlich sind. Ja? Das möchte ich haben. In der Menschen sich gegenseitig wertschätzen, unabhängig von Religion, von Arbeit oder Nicht-Arbeit oder was für Arbeit oder welcher gesellschaftlichen Norm. In
in der Menschen einfach versuchen, miteinander anständig umzugehen, respektvoll umzugehen, die Menschenwürde achten. Ne? So eine Welt möchte ich gerne haben. Wir werden immer klüger, sollte man meinen. Na, weil wir immer, ja, immer aufgeklärter. Sagen wir es mal so, immer aufgeklärter. Wir können uns immer mehr Informationen beschaffen übers Internet. Und trotzdem werden wir immer primitiver. In unserem ganzen Handeln. Immer primitiver. Das kann es doch nicht sein. Wow, hallo? Hey, toll. Hatte ich irgendwas, um den zu besiegen? Bleibe ich liegen oder laufe ich hin? Ich laufe mal hin. Und hoffe, ich komme nicht zu weit entfernt. Wo bin ich? Wo ist meine Leiche? Da hinten irgendwo, ne? Glaube ich zumindest. Der müsste irgendwo... Da hinten ist die... Das müsste der Leichnam sein. Ne, da ist der Leichnam, okay. Könnte reichen. Komm, Babykeks, komm, Babykeks. What the fuck? Hallo, Sie da? Hören Sie mal auf damit. Hat wohl nicht gereicht. Das hat wohl nicht gereicht. Schade. Naja. Ja, darüber wollte ich eigentlich nur reden, über dieses Gefake. Und darüber, dass ich nicht verstehe, warum die Leute nicht mehr erkennen, dass es Gefake ist. Ja, das ist... Naja. Schon komisch. Wir müssen wir dahin kommen, dass es einfach ausreicht, normal zu sein. Dass es nicht mehr immer schneller, höher weitergehen muss. Weil das gibt, ist natürlich Grenzen da. Ja, es passieren nicht jeden Tag solche Katastrophen, an denen sich verschiedene Leute gerne aufgeilen. Das passiert einfach nicht. Ja, wenn die Leute sowas wollen, dann muss man es erfinden. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Inszenieren. Da ist mir persönlich, ist da die Wahrheit lieber. Aber gut. Vielleicht muss das so sein. Taunageister zerstören. Was hatten wir noch? Erfolgreich unterstützt. Ja, ja, habe ich halt nicht, ne? Habe ich halt nicht. Probieren wir es mal nochmal, seine Dinge erfolgreich zu unterstützen. Wir brauchen noch bis 70. Oh ja, geht noch. Das geht noch. Mal gucken, ob wir den jetzt einfach nochmal starten können. Oder ob wir die Quest nochmal abbrechen müssen. Hallo, Babyelefant. Seid gegrüßt. So kämpft denn wohl. Naja. Donnergeist ist zerstört. Wie heißt denn die Quest? Wir schlagen zu. VI hier, okay. Ja, der ist noch nicht wieder da. Da müssen wir mal warten, bis er wieder da ist. Ne? Machen wir mal noch zwei Geister kaputt und verbrennen noch einen Leichnam. Oder drei Geister. Oh Gott. Oh Gott, drei Geister ist ein bisschen viel. Hm?
mal hier ein bisschen. Haben wir unser Ding nicht an? Wir haben das Oberzeichenraufer-Ding nicht dabei. Was ist denn los? So. Wir heilen uns jetzt mal. Schmeidig. Nochmal. So. Ich hätte gerne ein bisschen Mana. Ich hätte gerne ein bisschen Mana. Ich hätte gerne ein bisschen Mana. Das wäre wirklich toll. So. Haben wir unser Ding nicht an... Was haben wir denn angelegt? Den Pilz? 200 Mana wieder her, das ist nicht wirklich viel. Was haben wir denn den Pilz angelegt? Seid ihr des Teufels? Ich will mehr AP. Mal gucken, wie viel das ausmacht. Moment mal hier. 277,4. Halt, das war... Moment, müssen wir... Das war jetzt sich was geändert. 263,3. Ja, immerhin 4 DPS mehr. Hallo? So, was... Ah, siehst du, er ist wieder da. Hallo, mein Freund. Ich habe leider nichts mehr zum Süffeln, ne? Habe ich nicht noch unseren Tiefensporn-Farren? So unsere Notration mit Mana-Zeug. Gut. Gut, dass wir das haben. Das ist so ein Not-Ding. Ne? Kann man nur alle 12 Stunden 10 Stück davon machen, aber für solche Situationen, wo man überraschenderweise nichts zum Saufen hat, hilft's. Aber wir werden den jetzt erst in der nächsten Folge wieder begleiten, auch wenn wir jetzt inzwischen die Themen ausgegangen sind. Wie gesagt, heute ging es um Fake, vielleicht ein bisschen konfus hin und da gewesen, aber das kennt ihr ja von mir. So ist es eben. Ja. Nee, nee. Ehrlich, manchmal ist es wirklich verlockend zu sagen, hey, Moment mal, ich suche mir einfach ein, zwei Leute und wir faken irgendwelche Sachen und verdienen uns einen Arsch damit. Weil ich meine, wenn Bibis Beauty Palace ihr Kackzeug an die Kinder verscherbeln kann, dann finde ich garantiert genug Unterschichten-Kids, die auf Gewalt und Demütigungszeug stehen. Na, das wäre nicht das Problem. Und sich dann mit denen einen goldenen Arsch verdienen. Das fängt ja dann an bei T-Shirts. Man hat dann T-Shirts mit all möglichen Scheiß, Merchandise-Sachen und verdienst dir, knöpfst ihnen ihr Taschengeld ab. Aber ja, so bin ich nicht. Zumindest bin ich im Moment nicht so. Ich kann jetzt nicht dafür sprechen, was in 3, 4, 5, 10 Jahren sein wird. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja bis dahin so zynisch und habe mich so an die Netzkultur angepasst, dass es mir egal ist. Hauptsache ich scheffel einen Arsch voll Kohle. Aber im Moment ist es zumindest noch nicht so weit. Da bin ich eigentlich noch ganz zufrieden. Ja. Und ich glaube noch an das gute Menschen. Ich weiß, es ist dumm von mir, aber es ist halt so. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.